Leben im Lager, Soldatenalltag während der Informations- und Lehrübung der Streitkräftebasis 2012. Abmarsch kurz vor der Dienstunterbrechung im Feldlager Uptedün bei der Informations- und Lehrübung der Streitkräftebasis. Mehr als 800 Übungsteilnehmer müssen sich für rund 2 Monate an ein Leben im Feldlager in Lübten in Mecklenburg-Vorpommern gewöhnen. Die tägliche warme Mahlzeit gibt es hier am Abend. Tagsüber werden die Kameraden mit Lunchpaketen verpflegt. Da freut sich jeder über eine abwechslungsreiche Abendkost. Schon, dass sie sich ein bisschen mehr Mühe geben. Für die Jungs, die hier draußen auf dem Übungsplatz sind. Aber schmeckt schon richtig gut. Auf jeden Fall klasse Essen. Großes Lob an die Küche. Trotz fehlender Privatsphäre findet sich hier immer eine Ablenkung. Ja, und hier ist man halt 24 Stunden im Ohr wirklich zusammen. Im Zelt. Ja, wir spielen die meiste Zeit Karten. Ja, Karten. Mehr nicht. In diesen Zelten haben sie sich meist zu 5 eingerichtet. Das Feldlagerleben ist beengt, aber nicht unkomfortabel. Und dank Handy lässt sich der Kontakt zur Familie halten. Wir haben halt unsere Feldbetten. Darunter haben wir eine Matratze bekommen, bezogen. Eine Bettdecke, da sind noch die alten guten NVA-Decken drin, die wir beziehen. Da es ein bisschen kalt ist hier. In der Nacht haben wir unseren Schlafsack alle noch rausgeholt, um dort drin zu schlafen. Kopfkissen haben wir und unten drunter packen wir halt unsere Stiefel, Sportschuhe, unsere Tasche noch mit Privatzeugs und den restlichen der Ausrüstung. Das ist so allgemein das, was wir hier drin haben. Und nicht zu vergessen die Standardausrüstung eines Soldaten im Jahr 2012, ein Laptop mit diversen Unterhaltungsmedien. Also jeder hat mittlerweile einen Laptop bei, jeder nimmt seine Spiele mit, Filme werden abends so gemeinsam geschaut. Ja, die Eltern haben natürlich früher auch von der Armeezeit noch erzählt, aber da war alles gar nicht so in dieser Art und Weise. Ich denke mal, die sanitären Anlagen etc. ist schon ein hoher Standard. Kann man schon mit leben. Wenn irgendwas nicht passt, dann wird es angesprochen und dann wird es aus der Welt geräumt und dann passt das wieder. Dann kann jeder mit umgehen und dann ist wieder Ruhe. Ruhig geht es im Betreuungsheim zum alten Fritz natürlich nicht zu, vor allem wenn Fußball Champions League auf dem Programm steht. Fußball geht immer, sei es mit einem kleinen Gummiball oder auf der Großbildleinwand. Des Deutschen liebster Zeitvertreib kommt natürlich auch bei den Soldatinnen und Soldaten im Feldlager Uptedün gut an. Wenn die Lieblingsmannschaft dann auch noch gewinnt, träumt es sich im Zelt ganz besonders schön.